der 24. Spieltag in der Fußball-Regionalliga Südwest. Und es kommt zum Baden-Württemberg-Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und den Stuttgarter Kickers unter Flutlicht im altehrwürdigen Karl-Benz-Stadion. Flutlicht, ja richtig, da war doch was. Das Hinspiel in Degerloch fand ebenfalls unter Flutlicht statt und die Kickers gewannen nach einem 0:1 Rückstand mit einer tollen Aufholjagd und einer super Saisonleistung mit 2:1. Kickers-Trainer Paco Vaas musste dabei heute auf unseren verletzten Kapitän Josip Landeka verzichten. Dafür spielte Daniel Düringer und der SV Waldhof Mannheim startete gleich zu Beginn den Turbo. Noch keine 2 Minuten sind gespielt. Die Waldhöfer im Angriff. Da geht der Ball über Diering auf die rechte Außenseite. Dann ist es Andreas Iwan, der ehemalige Kickerspieler mit dem Schuss. Im Hintergrund Nikolas Hebisch. Keine 2 Minuten sind gespielt. Und der SV Waldhof Mannheim führt mit 1:0. Wieder ist das Waldhof. Die kommen weiter. Da ist es Meierhöfer. Edwin Schwarz sieht da nicht gut aus. Distanzschuss, aber letztendlich am Tor vorbei. Der erste Annäherungsversuch der Kickers in der 12. Spielminute. Über Müller, der auf Alessandro Abruscia, der versucht es mit einem Ball in die Spitze, aber ein Mannheimer Abwehrbein ist dazwischen. 30 Minuten dann gespielt. Die Kickers kommen mit einem langen Ball auf Mijotunic und es ist fast noch Michael Klaus, der Ex-Waldhöfer, der rankommt, aber Scholz im Tor vom SV Waldhof Mannheim passt auf. Und wieder ist es Michael Klaus, der kann sich mal durchsetzen. Auf der linken Seite, dann ist es Tunic in der Mitte, aber Konrad, der Abwehrspieler vom SV Waldhof Mannheim, entschärft den Schuss. In der 40. Minute dann gewinnt Di Gregorio ein Kopfball im Mittelfeld und er schickt dann Andreas Iwan, der mit der scharfen Flanke, Ortak noch dran, Daniel Düringer fälscht ab. Und in der stärksten Phase der Kickers steht es 2:0 für den SV Waldhof Mannheim durch das Eigentor von Daniel Düringer. Mit einem 2:0 gingen wir dann in die zweite Halbzeit. Da ist es Garnier mit einer langen Flanke, die wird gefährlich, aber Scholz klärt zur Ecke. Der SV Waldhof Mannheim dann mit der Möglichkeit, den Vorsprung weiter auszubauen. Da kommt plötzlich Nikolas Hebisch, der Torschütze zum 1:0, frei zum Schuss. Aber Christian Ortak kann den Schuss entschärfen. Im Gegenzug dann ist es Garnier, der sieht Mijotunic, der schickt Abruscia, doch sein Schuss geht letztendlich doch weit über das Tor. Die nächste Möglichkeit für die Kickers und nach einigen Ballstaffetten ist es Alessandro Abruscia, der zielt so ungenau, das ist nicht der Tag vom Ersatzkapitän von Josip Landeka. Aber die Kickers gaben sich nicht auf. Eine Flanke von rechts außen, das sah nicht besonders gefährlich aus. Jetzt bitte genau hinschauen, was macht da Scholz mit dem eingewechselten Daniel Hammel? Für mich ist das ein Foul. Es gibt Schiedsrichter, die pfeifen auch für sowas Strafstoß. Dann der SV Waldhof Mannheim, die Gregorio. Da ist es wieder Hebisch, aber Christian Ortak taucht ab und hat den Ball. Dann versuchen es die Kickers über den eingewechselten Meiser. Hirsch mit der Flanke auf den eingewechselten Lachi Badian. Hammel und immer wieder ist ein Mannheimer Abwehrbein dazwischen. Der SV Waldhof Mannheim verhindert den Anschluss der Kickers und auch der nächste Kopfball nach einer Ecke geht über das Tor. Dann kommt der SV Waldhof Mannheim. Da ist es Diering. Außen ist es Hebisch. Und da kommt noch einmal nicht Hebisch, sondern das ist Korte. Und irgendwie ist der Ball drin. 81 Minuten sind gespielt. Der Deckel ist drauf. Gianluca Korte erzielt das 3:0 für den SV Waldhof Mannheim. Die Kickers in der Folgezeit. Ohne Glück. Zweimal ging der Ball nach Distanzschüssen drüber. Einmal Mijotunic und nach einem Eckball ist es auch Robin Garnier, dem sein Schuss den Weg ins Tor bedauerlicherweise nicht findet. Und somit verlieren die Kickers beim SV Waldhof Mannheim bedauerlicherweise mit 3:0.
Ja, Tobias, leider 3:0 verloren hier in Mannheim. Muss man sagen, die waren über alle Belange uns überlegen, oder? Wie siehst du das? Ja, die waren einfach viel, viel mutiger von der ersten Sekunde eigentlich an. Die waren hellwach. Wir haben die ersten 10 Minuten, wie schon in Koblenz, nicht so richtig ins Spiel gefunden. Und das hat sich eigentlich fast durch die ganze erste Halbzeit dann durchgezogen, dass Mannheim in fast allen Belangen besser war und dann auch eigentlich verdient mit 2:0 in Führung gegangen ist. Und trotzdem sage ich, dass wir es dann einfach zu schläfrig waren und die Tore dann nicht richtig verteidigt haben. Und nach vorne haben wir auch nicht so richtig viel zustande gebracht. Und dann war eigentlich fast mit dem Halbzeitpfiff das Ding schon erledigt. Aber ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen was umgestellt haben, anders angelaufen sind und ein bisschen besser ins Spiel gekommen sind. Und am Ende haben wir dann halt aufgemacht und dann kriegen wir noch das dritte Tor und dann war die Messe gelesen. Jetzt hat man eigentlich gehofft, dass die Mannschaft und die Abwehr sich etwas stabilisiert hat, auch durch dich. Jetzt kriegt man nach anderthalb Minuten ein Tor, dann kriegt man, schießt man ein blödes Eigentor oder köpft ein Eigentor. Wieder ärgerlich und wie kann man das abstellen? Ja, da kommt eins zum anderen. Also grundsätzlich haben wir einfach im kompletten Verbund, jetzt nicht allein die Viererkette oder die Sechser davor, einfach die ganze, alle elf nicht gut verteidigt. Das hat schon vorne angefangen, dass wir zu passiv waren und dann auch nicht hinten richtig griffig waren. Also es ist schwierig, aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir in Koblenz haben wir es gezeigt, dass wir es besser können. Wenn man es so nimmt, hat in Mannheim außer den Toren eigentlich auch keine Chance. Also sonst haben wir es eigentlich, glaube ich, okay gemacht, aber grundsätzlich war das viel zu wenig heute und so können wir eigentlich nicht auftreten. Ja, Mannheim ist halt ein anderes Kaliber wie Koblenz und mit Saarbrücken als nächstes Heimspiel ist nochmal ein Kaliber, die, glaube ich, noch stärker sind vor der Haustür. Also ja, da muss man sich ganz schön arg steigern. Ja, absolut, habe ich ja gerade gesagt. Also das ist viel zu wenig, um gegen solche Mannschaften zu bestehen. Wir müssen das jetzt aufarbeiten und ganz klar und knallhart ansprechen, was nicht gepasst hat und dann eineinhalb Wochen gut trainieren. Und dann ist Saarbrücken vor der Tür und wir haben Heimspiel und wir wollen da dann 3 Punkte holen. Alles klar, Dankeschön.